Ey, yo, man! Was geht? Ach so, Auto für mich geil. Grüß dich, Zuckerschnute! Zuckerschnecke! Wie geht's dir? Hören Sie mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich, Zuckerpüppchen? Na klar. Wie geht's dir denn? Ganz gut und ganz Ihnen? Ja, mir geht's blendend. Dürfen wir einmal in den Laden kommen, bitte? Ja, ihr könnt rein, aber Sie müssen über das Auto steigen, weil ein Idiot das da zugeparkt hat. Klar. Ist mein Laden, ist ärgerlich, aber naja, was willst du machen? Gehst du bitte mit rein? Eine Person bitte, ja? Das reicht doch, oder nicht? Oder zu zwei, wie ihr möchtet. Zuckerschneckchen, komm rein. Ja, wir würden das Auto erst zur Seite bewegen. Zur Seite? Jo, kannst du machen, mein lieber Scholli. Wissen Sie denn, wem das Fahrzeug gehört? Ich weiß es nicht. Irgendein Idiot mit langen Haaren war das. Keine Ahnung, der hatte so einen Anzug an, der hat das einfach da vor die Tür geparkt. So, meine Zuckerschneckchen. So, der Herr. Ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir müssen einmal kurz in den Laden gucken, dass da ja nichts ist. Einfach nur zur Eigensicherung, weil wir hier gemeldet bekommen haben, dass hier ein Überfall stattgefunden hat oder stattfindet. Ja, das habe ich gemacht. Das haben Sie gemacht? Ja, Zuckerschnecke, ich habe den Laden blitzeblank leergeräumt. Das ganze Kohle ist in meiner Tasche. Na, aber was machen wir dann jetzt aber? Ja, das weiß ich nicht, was machen wir denn? Erzähl du es mir, was wir jetzt machen. Sie wissen, dass das eine Straftat ist und dass Sie uns das auch gerade gestanden haben, ist auch eine Straftat. Ja, ich weiß. Ne? Was? Das ist aber neu, dass Gestehen eine Straftat ist. Hast du neue Regeln erfunden, Zuckerschnecke? Wir bräuchten bitte einmal Verstärkung bei den 10-20. Also, ich würde euch gar nicht empfehlen, auf mich zu ziehen, weil ich hinten Geiseln habe und Komplizen. Das wollen wir ja nicht, dass denen irgendwas zusteht. Ich habe auch nicht vor, auf sie zu ziehen. Ja, das wäre ja auch besser, ne? Wir wollen ja nicht, dass... Wie viele Geiseln haben Sie denn? Geiseln... Müssten, glaube ich, um die 5 sein. 3 Frauen, 2 Männer. Gibt's zwar keine der Frauen, ist zwar annähernd so gut aussehen wie du, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, gut. Die Schmeicheleien sind zwar ganz nett, aber ich glaube, die sind gerade ein bisschen fehl am Platz, der Herr. Wohne Schmeicheleien, wenn man hier die Wahrheiten ausspricht. So, möchten Sie uns dann vielleicht zufällig einmal Lebenszeichen überhaupt mal zeigen von den Geiseln, weil sonst können wir ja nicht wirklich mit ihnen verhandeln. Lebenszeichen? Wollen Sie nicht erstmal wissen, was ich dafür will? Irgendwelche? Ja, das würde ich danach machen. Mir ist gerade erstmal wichtig, dass die Geiseln, weil ich sehe ja, dass es ihnen gut geht. Sie stehen vor uns, reden mit uns, sehen ziemlich gut aus dabei noch, haben eine gute Stimme. Das bedeutet, ihnen fehlt es an nichts. Aber von den Geiseln kann ich das leider noch nicht sagen, weil ich sehe leider keine einzige. Ich kann Ihnen gerne die Geiseln ein bisschen schreien lassen. Mehr könnte ich Ihnen leider nicht bieten, weil mir das ein bisschen zu riskant ist, die Geiseln hier vor die Tür zu setzen. Sie müssen sie gar nicht vor die Tür setzen, aber vielleicht, wenn ich Ihnen das kurz zeigen darf, ich stecke sogar die Waffe nochmal in mein Holster. Dort hinten, ich sehe ja die Tür von dort hinten. Das wäre ganz lieb, wenn Sie sie so ein bisschen... Eine kann ich dir von dort zeigen, die restlichen kann ich dir nur die Stimme. Mehr als eine kann ich dir nicht leider nicht bieten, das ist mir alles viel zu riskant. Na, dann wenigstens die eine. Okay, ich kümmere mich drum, ja, die kommt gleich raus. Okay, Moment. Hilfe! So, meine Herrschaften, die eine Geise habt ihr wahrscheinlich gesehen, oder? Zuckerschnecke, hast du die Geise gesehen? Gut, ja. Aber die Geise hast du gesehen, ne, mit dem schönen Anzug oder so, so blaues. Natürlich, mit dem blauen Blazer. Ja, genau. Warum hast du halt nicht so hübsche Augen? So, was möchten Sie denn dann gerne als, sag ich mal, Kompromiss, damit wir die Geiseln bekommen? Fünf Forderungen wären das dann, ja? Ja, es kommt drauf an, was für Forderungen. Wissen Sie, wir müssen halt auch gucken, dass wir halt auch alles machen können. Na? Sie können halt nicht von uns Sachen nur verlangen, die vielleicht wir nicht einlösen können. Natürlich, Zuckerschnecke. Ich will ja nicht irgendwas machen, was dich verärgert. Das ist ja logisch. Lassen Sie uns doch erstmal darüber reden, was Sie jetzt für ersten Wunsch haben gegenüber uns. So, mein erster Wunsch wäre, ich hätte gerne deine Schuhe. Meine Schuhe? Ja, die hätte ich gerne. Deine Stiefel. Meine Schuhe? Die würde ich gerne an den Nagel hängen bei mir im Zimmer. Meine Schuhe. Also soll ich jetzt meine Schuhe hier ausziehen und ihnen geben? Ja, bitte. Na, dann passen Sie auf. Oh, hast du noch eine andere da drunter? Oh, die nehme ich mal. Ich bedanke mich. Moment, ich tue mir meine Stiefel nach hinten. Dann wären es noch 4 Forderungen, oder? Wollen Sie vielleicht erstmal Ihre langen Waffen wegpacken? Gucken Sie, wir stehen nicht mal mit scharfen Waffen hier. Natürlich, natürlich. Wenn du mich so nett fragst, dann kann ich doch nicht Nein sagen. Ein Traum. Super. So, dann würden wir ja eigentlich gerne jetzt eine Geisel von Ihnen bekommen. Eine Geisel? Ja, weil Sie haben eine Anforderung bekommen, also erhalten. Und dafür würde ich jetzt halt auch gerne eine Geisel bekommen. Wenn Sie wollen, können Sie mit einer Geisel telefonieren. Mit einer Geisel telefonieren? Ja, wenn Sie wollen, ich gebe der Geisel ein Handy, dann können Sie mit den Geiseln telefonieren, mit allen auf einmal. Wollen Sie das? Na, wenn Sie das so anbieten, ja? Kann ich ja nur Ja sagen. Okay, dann machen wir das. Und dann bräuchte ich natürlich Ihre Handynummer, die ich natürlich nicht für private Zwecke benutzen werde. So, können Sie das, schreiben Sie sich Ihr Telefon mit? Ich bräuchte noch ein Handy. Ey, Würstchen daneben. Gib mir mal bitte ein Handy. Ich schreibe mal Ihre Nummer auf. Ja. So, die Handynummer. Das ist die 855.
die 8-0. Die 8-0. Und die 3-7. Die 3-7. Dann machen wir noch eine Notiz, oder nicht? Dann können Sie gerne drinnen mich anrufen. Natürlich, genau. Natürlich. Aber denken Sie dran, ich vertraue Ihnen jetzt sehr. Es hat damit jetzt nichts zu tun. Darf ich noch ein Foto machen von Ihnen für die Kontakt? Geht das? Wenn Sie drauf bestehen, sind das eigentlich weitere Forderungen von Ihnen? Ja, wenn Sie das als Forderung sehen, ist das gar kein Problem. Das Foto würde ich als zweite Forderung. Ja, okay. Das hört sich ja super an. So. Oh, ich weiß nicht, ob die Kamera das hinbekommt, bei so einer Schönheit, das überhaupt in ein Bild zu verfassen. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, das kriegt schon hin. Ja, wollen wir es mal hoffen. Wo ist denn das Bild? Ich habe es gerade gemacht. Schönen guten Tag. Bitte einmal nach hinten. Danke. Ja. Irgendwie finde ich das Foto nicht im Album. Warum ist das Handy denn so kaputt? Das Handy könnte kaputt sein. Ich glaube einfach, dass das Handy so eine Schönheit nicht auf ein Bild registrieren kann. Das ist, glaube ich, das Problem. Das glaube ich eher weniger, aber wenn Sie das so sagen. So, naja, ich habe dich eingespeichert. So, ich gebe. Was ist das denn? Naja, egal, lassen wir es mal. Darf ich Ihnen ganz kurz noch einen Kollegen vorstellen? Das ist unser Arzt, Herr Rümpel. Aber jetzt haut er wieder ab. Gut, dann kann ich Ihnen leider doch nicht vorstellen. Naja, ich gehe mal rein, ich gebe dem Geiseln mal die Nummer, dann können Sie mit einer reden, würde ich sagen, oder? Na klar, machen Sie das mal. Bis gleich. Deputy Chief Berger, schönen guten Tag. So, ich bin's. Ich geb dir jetzt die Geisel, ja? Ja, na klar. Okay, möchtest du zuerst mit der Frau sprechen oder mit dem Mann? Geben Sie mir ruhig zuerst den Mann. Den Mann? Natürlich. So, Günther, komm her. Oh Mann, Günther, zieh deine Hose an, komm her. So, ich gebe Ihnen jetzt den Günther. Das ist der Günther. Ja, geben Sie mir mal. Günther Lauch heißt er. Günther Lauch. Hallo? Herr Lauch? Ja? Geht's Ihnen gut? Nein. Was fehlt denn Ihnen, Herr Lauch? Ich bin hier verprügelt. Okay, ich kümmere mich darum, dass Sie bald wieder zu Ihrer Familie können. Nein, aua! Ich bin hier verprügelt, Hilfe! So, das reicht jetzt, oder? Komm, gib mir mal das Handy. Ja. In die Ecke mit dir! Wären Sie so freundlich und tun Sie gerade meinen Geiseln irgendwas ja, an? Ja, ich habe dir nur einen Klaps auf den Po gegeben. Da ist ein bisschen frech geworden. Ja, alles cool. Ein Klaps auf den Po? Ja, natürlich. Das ist aber nicht so nett. Ja, natürlich. Ich habe Sie eigentlich viel netter eingeschätzt. Ja, Sie müssen auch wissen, ich muss die Geiseln irgendwie beruhigen. Wenn einer hier durchläuft, dann könnte mein Kollege, der hat eine Schraube locker, irgendeine Geisel erschießen. Das will ich ja vermeiden, verstehen Sie? Ah, okay. Dann hau ich Ihnen lieber eine rein, statt dass er erschossen wird. Das ist doch besser, nicht? Ja, das nächste Mal fesseln Sie ihn doch lieber und stecken ihn irgendwo, tun ihn irgendwo ranfesseln, als dass Sie ihn irgendwie schaden. Fesseln können wir ja heute Abend, ne? Das sind andere Sachen. Ah, okay. Das wird leider nicht. Möchten Sie jetzt mit der Frau reden? Ja, genau. Mit der Frau möchte ich als nächstes reden. Okay, natürlich. Ich hol sie mal. Ey, du kleine Schlampe, komm mal her. Mann, du kannst zum Gitter später eine Blase. Komm her jetzt. Hallo? Hallo, ich bin die Sarah. Hallo, Sarah. Wie geht's Ihnen, Sarah? Mir geht's gut. Okay. Der Günther hat einen großen, das war wirklich super. Okay, geht's Ihnen sonst psychisch ganz okay, ja? Ja, tut Ihnen nichts weh? Blendend. Okay, und Essen, Trinken haben Sie genug? Ja, der Günther hat mich versorgt. Okay, gut, nähere Details brauche ich leider nicht, Sarah, aber ich kümmere mich um Sie, dass Sie bald da rauskommen, okay? Okay, ich mach mal mit dem Gustav weiter. Okay, viel Spaß. So, du kleine Schlampe in die Ecke jetzt. Mein Gott, Alter, diese Frauen, was ist denn los mit denen, ey? So, hat das gereicht? Das hat gereicht, Ich komme jetzt vor die Tür, ja? Ja, kommen Sie mal vor. Bis gleich, du Schönheit. So, meine Schnucklasen. So, schauen Sie mal, das ist unser Arzt, der Herr Rümpel, der ist ganz, ganz nett. Den wollte ich Ihnen nur kurz vorstellen. Schon wieder so ein Gefangener. Ja, Herr Rümpel, was Tachchen. Gibt's? Vier Forderungen hätte ich, oder? Na, jetzt sind ja nur noch zwei. Erste war deine Schuhe. Was war die zweite? Ein Foto von mir. Ein Foto von dir? Aber das Foto habe ich ja gar nicht bekommen. Das habe ich. Ja, okay. Dann das hat ja nicht funktioniert, weil ich gucke mal im Fotoalbum. Nee, leider nicht drin. Dann hast du noch drei. Haben Sie noch drei? Und was war die dritte Forderung, die ich bekommen hatte? Na, gar nichts. Also bis jetzt noch gar nichts. Deswegen meinte ich ja. Ich habe ja insgesamt fünf, oder nicht? Dann fünf Geiseln? Sogar noch vier. Ja, genau. Vier. Das ist ja gar kein Problem. Sonntag kannst du zu mir kommen, dann machen wir ein bisschen Matheunterricht. Okay, danke. Jetzt habe ich noch, meine zweite Forderung wäre, wie heißen Sie denn Vor- und Nachname? Wie ich heiße? Ja. Das weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, aber ich sage es Ihnen jetzt einfach. Cecil Berger. Cecil, ist das nicht eine Blume? Nicht, dass ich wüsste, es ist ein französischer Name. Gibt es nicht Cecilien als Blume? Oh, das könnte vielleicht doch sein. Dann ist dein Name ja ziemlich zutreffend. Gut, abseits jetzt davon, von den ganzen Schmeicheleien oder Wahrheiten, wie Sie das nennen möchten. Wollen Sie mir eigentlich noch Ihren Namen verraten? Mein Name? Das möchten Sie wirklich wissen? Ja, verraten Sie mir mal Ihren Namen. Aber wofür? Auch der Nachname. Wofür denn? Na, einfach nur für mich, damit ich weiß, wie ich Sie nennen darf. Ich verrate dir meinen Namen, aber unter einer Bedingung. Wenn ich verhaftet werden sollte, dann kommst du mich besuchen, ja? Mit Blumen. Dann soll ich Sie besuchen
super mit Blumen. Mhm. Na, wenn sie mir auch noch verraten, was ihre Lieblingsblume ist, dann kriegen wir das bestimmt hin. Eine Sonnenblume. Oder noch besser eine Cecilie, aber ich weiß nicht. Eine Blume reicht ja schon, ne? Eine Blume reicht. Oder eine Rose vielleicht auf romantisch. Eine Rose auf romantisch? Warum denn nicht? Soll ich Ihnen die jetzt schon geben? Ja, das können Sie mir dann, falls es dazu kommen sollte. Auf jeden Fall, mein Name ist... Kommen Sie mal mit mir zur Seite. Ich will ja nur, dass Sie meinen Namen erfahren. Ja, es bleibt unter uns, oder nicht? Na klar, bleibt es. Kommen Sie mal zu mir. Ich flüstere es Ihnen. Kommen Sie mal zu mir. Flüstern Sie mal, ich höre es. Aber der Name ist ein bisschen lang. Das ist absolut nicht schlimm. Soll ich es schnell sagen oder langsam? Sagen Sie es mal langsam. Mustafa ist mein Vorname. Mustafa, okay. Und der Zweitname ist Mustık Arabaya Kıstık. Mustık Arabaya Kıstık. Okay, also ist... Und der Drittname, der Nachname... Ich habe noch einen Drittnamen. Natürlich, okay. Ist Kıstık Fıstık. Kıstık Fıstık, genau. Okay. Jetzt sagen Sie es in einem Satz. Darf ich Mustafa nennen? Ja, aber können Sie es mal in einem Satz sagen? Ich glaube, jetzt haben Sie mich. Also Mustafa Kıstık Fıstık kann ich sagen, aber der Zweitname... Mustafa Mustık Arabaya Kıstık Kıstık Fıstık. Eigentlich ist das ein schöner Name, muss ich wirklich sagen, aber ziemlich schwer. Du kannst mich auch einfach meinen Schatz nennen. Aber wenn das jetzt mein Mann hören würde, der zu Hause... Ach, der Lümmel kriegt doch eh keinen mehr hoch. Na doch, schon. Aber nur mit Viagra wahrscheinlich, oder? Naja, lassen Sie uns doch jetzt erstmal zu Ende verhandeln. Danach natürlich, können wir ja immer natürlich, noch weiterreden. Natürlich. So. Eine dritte Forderung wäre, und das ist wirklich sehr persönlich und sehr, ich weiß nicht, ob das für Sie in Ordnung ist, wenn ich Sie das frage. Na, wenn Sie schon so ankommen, dann machen Sie doch einfach mal. Danach können wir ja immer noch gucken, ob die Verhandlung, ob das so möglich ist. Okay. Dürfte ich die Farbe Ihres Tangas erfahren? Die Farbe meines Tangas? Ja, bitte. Ist schon ziemlich persönlich, da verstehe ich Sie. Sie können es mir ja ins Ohr flüstern. Na, passen Sie mal auf, dann flüstere ich Ihnen das mal ins Ohr. Natürlich. Meine Farbe vom Tanga ist blau. Blau, wie das Meer? Hm. Das hört sich ja super an. Wie viele Forderungen wären es noch? Das sind noch zwei. Meine vierte Forderung wäre, kommen Sie mal zu mir. Ich hätte gerne einen Kuss auf meine Wange. Das ist die vierte Forderung. Natürlich. Sie wissen, dass das schon ein bisschen, zu intim ist. Haben Sie vielleicht noch eine andere Forderung für mich? Aber für die Geiseln tun Sie das doch bestimmt oder nicht? Das Problem ist, würde das jeder verlangen, dann würde mein Mann irgendwann sagen oder mein Chief, also Frau Berger, so eine Prostituierte braucht man nie beim PD. Warum eine Prostituierte? Ich hätte nur einen Kuss auf meine Wange. Ja, aber dann ein Luftkuss. Dann ein Luftkuss. Geht das wenigstens? Ein Luftkuss. Na, das kriegen wir doch. Aber mit der Hand zu mir pusten bitte, ja? Okay, mache ich. Oh, das war zu viel. Ob ich mich davon erhole? Das werden wir ja noch sehen. Okay, jetzt kommen wir zu meiner letzten Forderung. Ja, die letzte. Und diese Forderung hat es echt in sich. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. So, meine letzte Forderung ist, dass du deinem Mann am Telefon sagst, dass du Schluss machst, weil er einen Kleinen hat. Wie bitte, was soll ich machen? Du sagst ihm, dass er einen Kleinen hat und dass du Schluss machst deswegen und danach legst du auf. Vielleicht finden sie noch was anderes, gucken sie und lassen sie noch mal Revue passieren. Tut mir leid, aber meine Forderung ist wirklich... Eindeutig. Das sind abgesprochene Sachen mit meinen Komplizen, da können wir leider nicht irgendwas ändern. Das ist alles geplant. Aber wenn dann meine Beziehung kaputt geht, meine jahrelange Ehe, dann mag ich sie nicht mehr. Ich bin doch da. Ja, aber, weil, wissen Sie, das muss ich Ihnen jetzt erzählen. Das mag sein, dass das jetzt alles vielleicht unprofessionell ist und bla 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 von mir und dass ich vielleicht heute noch Anschluss von meinem Chief kriege. Aber passen Sie auf. Wissen Sie, mein Mann, der war da in Zeiten, wo ich aus New York ziehen musste. Das bin ich ja hier, bin ich hierher gekommen vor 3 Jahren. Ich muss mir die Gefangenstory anhören. Weil es mir einfach so schlecht ging, wirklich so richtig schlecht. Es ist physisch, seelisch. Ich hatte so einen tollen Romantiker vor mir stehen, wie Sie waren. Beziehungsweise wie sie sind. Und er hat mich einfach sitzen lassen. Und mir ging das danach so schlecht, wirklich so, so schlecht. Und er hat mich aufgebaut von 0 auf 100. Und er war einfach da. Natürlich hat man seine schlimmen Tage. Man hat sein Hoch und Tief und alles. Aber er ist einfach da. Er hat so unglaublich tolle Augen und alles. Will ich nicht sagen, dass sie nicht wunderschön sind und total charmant und nett. Aber ich habe halt schlechte Erfahrungen mit so einem Typ, wie sie waren. Wissen Sie? Und wenn ich da jetzt meinem Mann die Wahrheit sage, was sie verlangen, dann... Ah, die Wahrheit. Also geben Sie zu, dass er wirklich einen Kleinen hat. Nein, das meinte ich damit jetzt eher natürlich. Weniger. Ja. Okay, gut, ich mache das jetzt. Aber nur für die Geiseln. Ansonsten natürlich für die Geiseln. Baby, ich muss mit dir reden. Ich kann das leider absolut nicht mehr so, wie es bis jetzt war. Es ist schwierig. Ich kann jetzt auch nicht viel erklären, aber ich muss Schluss machen, weil du einen Kleinen hast. Es tut mir sehr leid. Ich auf Wiedersehen. Der Herr, sind Sie jetzt zufrieden? Sehr schön, sehr schön. So, und wann ist jetzt unser erstes Date? Naja, das entscheidet sich ja erstmals jetzt, wie das Ganze jetzt verläuft. Ich bringe jetzt alle 5, okay? Oh, na, das wäre ja, da wäre ich ja noch zufriedener. Dann bis gleich. Bis gleich. Soll ich Sie dann anrufen, wenn Sie in 5 Minuten noch nicht wieder da sind? Ich rufe Sie gleich an. Okay. Jetzt kommen wir zu den lustigen Part, Leute. Zu den sehr lustigen Part.
So. Hallo? Ich grüße dich, Zuckerpuppe. Servus. Wie geht's dir? Gut. Wollen Sie mir die Geiseln rausbringen? Die Geiseln? Das kann ich leider nicht machen. Warum können Sie mir die Geiseln nicht rausbringen? Weil ich keine habe. Sie haben keine? Ich hab dich verarscht. Okay. Passen Sie auf, wir machen einen anderen Deal, ne? Was denn für Wollen Sie nochmal rauskommen? Also ich habe jetzt nicht vor, Sie irgendwie mit einem Hinterhalt oder irgendwas rauszulocken oder sonstigen. Habe ich keinen Bock drauf. Es dauert mir auch zu lange und ich will Sie auch nicht belügen. Im Gegensatz zu Ihnen dachte ich eigentlich, dass wir uns gut verstehen. Deswegen will ich Sie eigentlich gar nicht belügen. Kommst du da raus, dann red mal, wann und wo wir das erste Date haben wollen und dann sehen wir weiter, okay? Ja, dann muss ich dir leider was gestehen. Ich bin nicht mehr im Laden. Ich bin durch die Hintertür abgehauen. Was passiert denn, wenn ich jetzt in den Laden komme und Sie irgendwo im Laden auf uns warten und dann auf uns schießen wollen? Sie werden mich nicht im Laden finden. Okay. Dann gehen Sie rein und vergewissern Sie sich. Ich bin nicht mehr im Laden. Ich glaube, Sie wollen mich schon wieder verarschen. Und ich bin ziemlich traurig. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Bin gespannt jetzt, was passiert. Wir sind im Laden drin, man hört das. Der Laden ist einfach leer, hä? Ah, der Laden ist leer. Nee, die geht nicht auf. Der Besitzer hat die zugeschlossen. Nee, die geht nicht. LSPD Deputy Chief Berger, schönen guten Tag. Ja, ich bin's schon wieder. Ich hab dir doch gesagt, ich bin nicht im Laden. Woher wissen Sie denn, dass wir im Laden waren? Ja, ich hab meine Augen überall, weiß ich doch, Zuckerschnicke. Mhm. Na, wie macht man jetzt weiter? Jetzt bin ich nicht mehr im Laden, ich bin über alle Berge. Hm. Aber wenn Sie wollen, können wir gerne zum Essen. Zum Essen wollen Sie mich einladen? Natürlich, Sie haben doch jetzt keinen Partner mehr, oder? Ja, dann gehen habe ich jetzt keinen mehr. Mhm. Wo soll ich Sie abholen? Oder aber wollen Sie mich dann als Geisel nehmen? Weil ich irgendwie vertraue Ihnen nicht mehr. Sie haben es ein bisschen verschissen. Warum soll ich Sie als Geisel nehmen? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin nicht im Laden. Ich habe Sie nicht angelogen. Ja gut, das stimmt. Wenn ich zu Hause bin, schicke ich Ihnen gleich mal einen Standort und da können Sie mich dann abholen, okay? Okay, machen wir so, ja. Sind die weg? Die sind weg. Sind die weg, wirklich? Grüß Gott, ja. Wir sind da, um Sie abzuholen. Okay, komm, dann hauen wir ab. Woher habt ihr diese Flip-Flop, dieses Flugzeug her? Warum ist das am Brennen? Ich hab ein Date, Mann. Fahr zum Fahrzeugladen. Ich brauche ein krasses Auto. Ich muss richtig protzen. Zum Fahrzeugladen, sofort. Steigt aus. Ihr zieht euch bitte an wie Diener, ja? Ihr seid meine Diener. Besorgt ein Jet. Lamborghini. Jungs, 5 Millionen brauche ich noch. Ja, du Wurst. Ich besorge kurz das Geld, bin gleich wieder da. Was ist los, du Wurst? Hast du 5 Millionen? Das sein. Bruder, ich bin arm, ja. Ja, dann verzieh dich, Alter. Ich rede nicht mit kann Leuten. Ich kann dir aber 2 Millionen geben. 2 Millionen, wenn es sein muss, steck in meine Tasche. Okay, ich muss kurz Bank gehen. Ja, verpiss dich zur Bank und beeil dich und lass mich nicht genug warten, ja. Alter. Wegen 2 Millionen muss ich erwarten. Deine absolute Frechheit. Habt ihr Kohle? Ja. Steck rein in meine Hosentasche. Hier bitte. Geil, Alter. Ein fetter Lambo jetzt. Boah. Oh mein Gott, es gibt noch einen Bugatti für 28 Millionen. Ich brauche das teuerste. Egal, ich hole mir einen Bugatti und Lambo. Ja, okay. Ich brauche nur 28 Millionen. 28 Millionen. Komm, Alter! Du bist mein Diener! Komm, hol mir 28 Millionen, du auf den Dreck. Ja, Sekunde. 28 Millionen, sofort! Ey, Nuple, wir müssen mal ein paar Aktien verkaufen. Ja, geht Aktien verkaufen, let's go! Ich habe eine Nachricht bekommen, Zuckerpuppe hat geschrieben. Mach ich gleich, hole gleich. Dich Was? Ab in 15 Minuten. Komm, wir tauschen die Nummer. Name ist... Notiz... Nutzlos. Ja, grüß dich, Zuckerschnecke. Ich hatte noch ein wichtiges Meeting. Ich komme dich jetzt abholen, ja? Ja, geht's noch. Bist du am gleichen Ort noch? Natürlich. Dann bis gleich. Bis gleich. Klötenlecker, hör mal zu. Ich gehe jetzt zum Strand, ich hole die ab. Aber positioniert euch auch dort, ja? Positioniert euch da mit Waffen, mit Gatlings, was weiß ich. Waffen. Zur Sicherheit. Ja, ja Waffen! Okay. Womit denn sonst? Wasserpistole oder was? Du Klötenlecker, wie heißt ich? Grüß dich, Zuckerschnecke, da bin ich. Grüße. Das ist auch keine Falle, oder? Warum soll ich eine Falle machen? Ich weiß nicht. So böse bin ich nicht. Ich vertraue dir. Dann steig mal ein. Du scheinst ja ziemlich wohlhabend zu sein. Verdient man halt viel als Deputy Chief, ne? Ja, natürlich, natürlich. Und? Gibt's Neuigkeiten von deinem Mann? Bin von zu Hause gekommen und da waren die Sachen schon weg von ihm. Achso, ist er schon ausgezogen? Ja. Ist ja besser. Mehr Platz für mich, oder nicht? Werden wir ja noch sehen, ne? Nicht, dass du mich auch noch verarschen willst. Wo soll ich dich denn verarschen? Na, du hast mich heute schon mehrfach verarscht. Ich hab dir bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Ja, komisch, aber irgendwie hast du mich auch trotzdem ein Stück weit immer verarscht, ne? Beim Raub. Ja, aber jetzt sitzen wir ja trotzdem hier und haben unseren Spaß, das oder? Das stimmt. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Eine Frau fragt man nie nach dem Alter. Ich hoffe doch über 18. Na, das auf jeden Fall. Mann, das ist ja schon mal gut. Du bist ja auch ganz wohlhabend so. Natürlich, natürlich, natürlich. Hat der Raub dir viel gebracht? Der Raub, den mache ich nicht wegen dem Geld, wegen dem gewissen Kick, weißt du? Ein bisschen Adrenalinkick spüren, etc. Es ist nicht das Geld, was ich brauche. Du musst wissen, ich habe mehr Geld als Elon Musk. Ah, na dann.
ganz so viel. Ist doch aber auch nicht so cool, oder? Also ich weiß nicht, mit Geld kann man sich keine Freunde und keinen Spaß kaufen. Ja, natürlich, aber irgendwie... Ich sag mal so, es ist besser, heulend in einem Lambo zu sitzen, als auf einem Fahrrad, oder nicht? Ja, das sind geteilte Meinungen. Gehört dir das Tony Stark Anwesen, was ein paar Meter weiter ist von mir? Mir gehört alles. Alles gehört mir hier. Aha, okay. Alles ist unter meiner Obhut. Das Auto ist mir aber ein bisschen zu lahm. Und das ist irgendwie nicht meiner und deiner ebenfalls nicht für dich, oder? Ich stehe halt mehr auf Ferrari. Das lässt sich ja einrichten. Moment, ich muss mal kurz meinen Diener anrufen. Ja. Beziehungsweise ich schreibe ihm eine SMS. So, ich habe ihn geschrieben, sollte gleich erledigt sein. Ich habe was Schönes vorbereitet für uns, aber das dauert noch ein bisschen. Okay. Was Romantisches. Einen Moment, ich rufe meinen Diener an. Ja, hallo. Ja, wie schaut's denn aus mit dem Auto? Ja, das habe ich gerade besorgt. Der Betrag ist mir egal, du musst mir nicht sagen, dass du dafür 5 Millionen bezahlt hast. Das ist für mich nichts. Ist okay. Komm, bring mir das Auto. Das Auto steht bereit. Na dann. Ah, da ist ja mein Diener. Hallo. Oh. Jeffrey, bist du es? Ja. Gib mir die Autoschlüssel, aber ganz schnell. Wird's bald? Ach so, Sekunde. Kannst du hier so, nicht die Dame warten lassen? Also, da haben wir es doch, da haben wir es doch. So, hier, ich steige in den Lambo ein. Oder was auch immer das ist, keine Ahnung, was das für eine Schrottkiste ist. Bring den ja zum Schrottplatz, ich will den nie wieder sehen. Ja, okay. Ich fahre ein Auto höchstens einmal, müssen Sie wissen. Sehr schönes Auto, sehr schönes Auto. Ja, wie gefällt dir denn das Gefährt? Sehr schön. Ist aber ein bisschen langsam für meinen Geschmack, oder nicht? Ja, es ist langsamer, glaube ich, wieder davor. Ich denke, da werden wir nicht lange mitfahren. Ich denke, da steigen wir was schnellere meinen, oder was sagen Sie? Ja, das sehe ich auch so. Das würde ich besser finden. Also ich bin jetzt schon gelangweilt. Das Auto ist ja wirklich... Na dann ruf mal deinen zweiten Diener an. Oder hast du nur einen? Ich? Da liegst du falsch. Ich habe tausende von Diener. Na dann. Ein Anruf und 8000 Mann steht hier. Ein Traum. Natürlich, natürlich. Wo waren wir? Das ist beim PD? Ja, weil damals die mich einfach bei der Polizeiakademie, sag ich mal, so unter die Obhut genommen haben, nachdem ich so viele Strafen hatte bei denen und gesagt haben, ey, wie sieht's denn aus? Hast du nicht mal Lust? Ich verstehe, ich verstehe. Bin ich zum PD gegangen und hab mich dort hochgearbeitet. Und nichts mit Tittenbonus oder sonstigen, sondern ich habe mich echt hochgearbeitet. Natürlich, natürlich, kein Tittenbonus. Das sieht man ja direkt. Ey, yo, Mann, hast du mein Einzelstück? Der importierte aus Dubai. Natürlich. Aber der Einzelne, ne? Der nur einmal auf der Welt existiert. Du weißt, welchen ich meine. Ja. Okay, schick mir einen Standort sofort, sonst gibt's eine Lohnkürzung. Ja. Mein Gott, ey, ich muss mich die ganze Zeit mit Dina rumschlagen. Ja, das Problem habe ich nicht, ne? Warum hast du das Problem denn nicht? Weil ich gerne mein Zeug selber mache. Ach, ist das so? Ja, ich habe auch Diener, aber ich mache gerne mein Zeug selber. Aber wenn man so beschäftigt ist wie ich, dann kann man das alles nicht mehr bewältigen. Verstehst du? Was war, bevor du hierher gekommen bist? Bevor ich hierher gekommen bin, war ich ein Auftragskiller. Interessant. Ich habe sehr, sehr viele Menschen getötet, musst du wissen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht halten soll in meinem Beruf. Denkst du jetzt schlecht über mich? Ich weiß nicht. Sagst du selber, dass du dich verändert hast, oder? Ja, natürlich habe ich mich verändert. Ich töte keine Menschen mehr. Darf ich dich was Ehrliches fragen? Natürlich, frag mich was, da willst du meine Schönheit. Hätte ich dich jetzt verraten an meinem Anwesen, hättest du mich erschossen? Ehrlich? Sowas könnte ich doch gar nicht. Ich könnte keinen Kratzer zufügen. Ich könnte kein Haar krümmen. Okay. Hast du eigentlich Familie? Ja, ich hatte eine Frau. Aber die ist gestorben. Oh, mein Beileid. Die hat mir so einen scheiß Köter hinterlassen, der ist dann auch verreckt bei irgendwelchen Leuten, die mich gestürmt haben in meiner Bude. Oh nein. Ach, nicht so schlimm, ich habe sie alle ausgelöscht. Okay. Lange Geschichte. Naja, mein Diener wartet auch schon. Fahren wir mal dorthin, oder nicht? Ja, gerne. Da ist ja schon das gute Stück. Jeffrey, bist du es? Ich bin andere. Ich verstehe. Jeffrey 3, yo. Ja, ich bin der Zwilling. Natürlich. Hast du die Schlüssel? Die Schlüssel, ja. Hier bitte. Natürlich, natürlich. Was wirst du mit dem blauen Auto machen? Im Meer schmeißen. Natürlich, natürlich. Ich will das Auto nie wiedersehen, ja? Ist meiner nicht würdig gewesen. Bring mir sowas nie wieder. Dann steig mal in mein Hase. Und, wie gefällt dir das Auto? Habe ich zu wenig versprochen? Ja, sieht schon aus, ne? 1 bis 10, was sagst du dazu? Ja, ist schon eine 8. Eine 8, ach, die 10 kriegen wir da auch noch hin, oder? Ja, ich denke. So, dann schau mal. Der ist ja schon mal ein bisschen schneller, oder? Ja. Machen wir mal die Flügel außen, mal nach oben, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den Flugplatz, oder? Na klar. Ach, machen wir. Mein Gott, ey, wer hat denn den Bürgersteig dazu hochgestellt? Mein Gott, ey. Das ist nicht so wie in Dubai hier. Das ist eine richtige Bruchbude hier. Wie ist es denn in Dubai? Dubai sind die Autos perfekt angepasst an meine Autos. Jede Straße ist mindestens 500 Millionen wert. Interessant. Und? Wie ist die Luft? Ja, ganz gut. Kribbelt aber ich möchte bitte nicht sterben. Kribbelt schon ein bisschen? Ja, ja. Ah, ja, ne? Das ist schon ordentlich.
Ja, natürlich. Was denkst du denn? Habe ich zu wenig versprochen? Nein, nein. Das Auto ist mir ein bisschen zu langsam. Findest du nicht? Ich denke, ein letztes Auto sollten wir uns noch genehmigen. Na, okay. Ich habe noch ein einziges Auto, das gibt's auch nur einmal auf der Welt. Und das ist tatsächlich das schnellste Auto auf dieser Welt. Okay, na, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe 1 Milliarde bezahlt für das gute Stück. Das ist schon eine ordentliche Summe, ja. Mhm. So, ich rufe jetzt meinen Diener und danach gehen wir rüber zu der Überraschung, würde ich sagen. Eine Überraschung gibt's auch noch. Natürlich, die Überraschung, das letzte. Das Schönste zum Schluss, das ist ja nicht mal 1% von denen gewesen, was ich noch erwartet. Ach so, ist das so? Jeffrey. Ja, Boss. Bist du es, Jeffrey 3? Ja, Boss, ich warte auf sie. Ah, ne, du bist die Nummer 4, glaube ich, oder? Ich glaube die Nummer 5. Ach so, die 5. Wo ist die Nummer 7 und die Nummer 17? Das weiß ich nicht, Boss. Ich habe von der Nummer 537 auch nichts mehr gehört seit langem. Ja, das kann gut sein. Okay. Folgendes, die Nummer 15.605, glaube ich, war es. Der hat ein Aktiengeschäft. Das solltet ihr mal abwickeln mit dem, ja? Natürlich, natürlich. Natürlich. Das ist sofort abgewickelt, ja. Hast du das Milliardenauto zur Verfügung gerade? Ja, habe ich gerade zur Verfügung. Natürlich. Dann schick mir einen Standort, ich komme. So, es erwartet uns was sehr Schönes jetzt. Und, wie geht's dir? Ich höre dich nicht. Ich sehe nur, dass sich deine schönen Lippen bewegen. Ja, ich habe gerade ein bisschen geflüstert auszusehen. Oh, natürlich, natürlich. Ja, so ist das Leben, ne? So ist das reiche Leben halt. Man darf nicht die gleiche Luft einatmen wie die anderen Menschen. Das ist sehr anstrengend auf Dauer, ne? Ja, aber womit verdienst du denn dein Geld jetzt so hauptsächlich? Was ist denn so dein hauptsächliches Verdienst, sag ich mal? Mir gehört Coca-Cola, Nike, Adidas gehört mir, McDonald's gehört mir ebenfalls, Facebook, Instagram, TikTok. Es sind so viele Sachen, wenn ich jetzt damit anfangen würde, dann wäre ich echt, dir gehört TikTok und so? Natürlich, natürlich. TikTok gehört mir auch. Krass, krass. Ich mache auch ein bisschen Social Media, aber eher wenig. Was denkst du denn, warum wir manchmal einfach Leute sperren, die wie soll ich sagen, ein bisschen größer sind, aber die werden trotzdem von unserer Plattform gesperrt. Weißt du warum? Warum? Weil wir merken, dass diese Leute nicht das Anrecht haben, die gleiche Luft einzuatmen wie wir. Dann werden die entsorgt, egal was sie für Profit bringen. Ach ja, und Bitcoin gehört natürlich auch mir, ne? Ist ja logisch. Ich kontrolliere 95% von Bitcoin und habe deswegen auch den Kurs so runtergetrieben. Denn der wird demnächst auf über 50.000 steigen. Alles natürlich geplant und manipuliert. Ah, sagst du also jetzt nochmal schnell Bitcoins kaufen, oder was? Nee, brauchst du doch gar nicht. Du hast doch nicht. Du hast doch gar kein Geld mehr nötig. Ach so. Du hast die Geld, brauchst du ja gar nicht mehr zu erwähnen. Das hat sich schon für dich erledigt für die nächsten 5 Millionen Jahren. Ach so. Was hast du denn für ein Vermögen, wenn ich mal fragen dürfte? Ja, auch so um die Millionen. Auf dein Konto? Ja. Wenn du möchtest, könnte ich dein Geld verhundertfachen. Ach, verhundertfachen? Wenn du daran Interesse hättest, ich könnte dir 1 Million zu 100 Millionen verwandeln innerhalb von 5 Minuten, wenn du möchtest. Wir können uns ja danach nochmal unterhalten. Natürlich, natürlich. So, da ist ja mein Auto, das schnellste Auto auf der Welt. Grüß Gott. Wie geht's dir, Jeffrey 5? Ja, ganz gut. Wie geht's Ihnen, Boss? Zuckerschnecke, ich glaube, du bist falsch. So, was ist denn da los? Ich gehe hier die Waffe raus. Ach so, natürlich, 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 gar kein Problem. Dann steig mal ein, meine Süße. Boss, die Schlüssel nicht vergessen. Die Schlüssel, natürlich, gib mir die Schlüssel. Bitteschön. Schmeiß den in den Müll, ja, den brauchen wir nicht, in den Schrottplatz. Natürlich, natürlich, Boss, wird gemacht. Natürlich, natürlich. Was gab's denn so Wichtiges? Was hast du denn getan? Dein Ex-Mann? Ja. Ist der gerade wach? Ja. Gib mir mal bitte seine Handynummer. Okay. Oh mein Gott, bitte mach es jetzt nicht zu peinlich. Es ist so schon ein bisschen peinlich. Alles gut, das erledige ich schon. Wie heißt der? Dennis. Moment, ich kläre das kurz. Ich merke schon, du bist scharf aus der Auto, oder? Hallo, Dennis, bist du's? Bist du. Ich bin der Neue von deiner Ex-Freundin. Ex-Frau, oder nenn es, wie du es möchtest. Oh Gott. Warum belästigst du sie, Dennis? Nein. Warum sollte ich? Warum belästigst du sie? Ich habe ihr nur gesagt, sie soll, dass ich gerne nochmal mit ihr reden will. Möchtest du mit ihr nochmal reden? Ja. Ich habe gerade nichts zu tun, dann würde ich sie zu dir fahren und dann könnt ihr mal reden, okay? Ja, alles gut. Na, alles ich gut. Ich will sie einfach nicht sehen. Alles gut. Wir klären das so alles ganz normal, Dennis. Ja, ne, alles gut. Ich kläre das irgendwann mal mit ihr. Dennis, schick mir bitte mal in deine Stadt dort. Ich schicke dir jemand. Ich schicke ihn dir. Okay, ich danke dir. Dann bis gleich. Meine Süße, soll ich dir mal was sagen? Was denn? Der Mann ist gerade durchgedreht. Der meinte, der will dich töten. Mich töten? Ich weiß nicht, was in ihn gefallen ist. Ihn hat anscheinend die Eifersucht gepackt. Oh mein Gott. Also, er meinte, dass er alles dafür tun wird, dich zu finden und nicht zu ermorden. Das hat mir gar nicht gefallen. Das wird er nicht hinkriegen, egal was sein wird. Das werde ich nicht zulassen.
Dann steig mal ein. Ich habe eine Überraschung für dich. Sehr leises Auto, sehr schönes Auto. Es fährt 1000 km/h. Oh mein Gott. Hast du irgendwo eine Kotztüte? Eine Kotztüte wird nicht nötig sein. Okay. Ich halte doch deine Hand. Ach so. Hältst du dann auch meine Haare, ja? Natürlich halte ich deine Haare. Schau mal, wen wir da haben. Komm einfach mit mir, überlass das mir, ja? Dennis, wie geht's dir? Gut, danke dir. So, was ist jetzt das Problem? Warum belästigst du meine Freundin? Warum belästigen? Sie ruft mich an, sagt irgendwie, ja, sie hat keinen Bock mehr und all so ein Scheiß. Macht Schluss mit mir, so übers Telefon. Dann will man natürlich noch mal reden, was soll das? Das ist ja auch verständlich, ne? Ja, Dennis, du musst halt mal akzeptieren, dass du einen kleinen Penis hast und dass sie nicht mit dir irgendwas zu tun haben möchte. Ah gut, hat sie mir jetzt gesagt. Was soll ich anders machen, ne? Guck mal, wie du gekleidet bist, du Geringverdiener. Was verdienst du pro Stunde? Mit welchem Unternehmen ist die Frage? Mit allem. Was ist dein gesamter Verdienst pro Stunde? Gesamter Verdienst pro Stunde? 120k? Soll ich dir mal was sagen? Mit 120k will ich dich mal meinen Arsch abwischen. Dennis, verstehst du einfach nicht, dass du ein armer Schlucker bist, dass keiner mit dir was zu tun haben will und dass du einen kleinen Schwanz hast? Ja, ist in Ordnung. Was hast du jetzt damit zu tun? Ich wollte ja mit ihr reden, nicht mit dir. Ich bin ihr Beschützer. Die ganze Zeit konnte sie auch ohne Beschützung mit mir reden oder so. So, Dennis, ich möchte das Ganze hier beenden. Du hast am Telefon ihr mit dem Tod gedroht. Ich habe ihr mit dem Tod gedroht. Dennis, willst du mich verarschen? Hat sie das gesagt? Dennis? Ich habe gar nichts gesagt. Du hast das gesagt. Also... Ich hab das gesagt, zu ihr. Dennis, warum machst du sowas? Warum drohst du dir? Das ist doch nicht richtig, was du da tust. Ich habe ihr gedroht oder habe ich dir ihr am Telefon gedroht? Dennis, willst du mich verarschen? Wer bist du überhaupt? Wie heißt du überhaupt? Du kennst meinen Namen, wie ist dein Name? Dennis. Ja? Meinen Namen dürfen nur Menschen erfahren, die es würdig sind. Digga. Was ist denn los? Ich rede ganz normal mit dir. Ich frag dich nach dem Namen. Sag's mir deinen Namen nicht. Was für würdig. Warum soll ich denn mit dir normal reden? Du hast einer Frau mit dem Tod gedroht. Hab ich nicht. Dennis, weißt du was? Was? Ich bin so enttäuscht von dir. Ich dachte wirklich, wirklich, dass du mich liebst. Also wirklich, bravo von dir, echt. Gönn dir deine neue Freundin, gönn dir sonst jemanden. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du brauchst nie wieder ankommen. Ciao. Meine Süße. War das so dolle? Das war doll, aber Problem gleich wird für alle Mal geklärt, okay? Tu ihnen nicht irgendwie dolle was, okay? Nein, nein, das machen wir schon. So, es gibt eine kleine Verzögerung, sie sollten gleich da sein, dann klären wir das. Ah, da sieht sie ja schon. Grüßt euch. So, Zuckerschnecke. Ich würde sagen, du wartest im Auto. Wir klären das kurz. Mach dir keine Aber Sorgen. Mach bitte nicht Nein, dolle. Keine Sorge. Wir machen nicht dolle. Keine Sorge. Warte im Auto. Wir kommen gleich, ja? Okay. So, Jeffrey 1, Jeffrey 2, folgt mir, ja? Dennis, wir würden gerne ein bisschen plaudern mit dir. Verteilt euch und sucht ihn. Dennis, wir würden gerne mit dir ein freundliches Gespräch führen. Sucht ihn, Jungs, sucht ihn. Er versteckt sich irgendwo. In der Garage. In der Garage. Hinterher. Dennis! Was soll das? Dennis! Ich hab ihn noch gekillt. Ich danke dir, Jeffrey 2. Verdammte Scheiße, yo! Dennis! Was soll das denn? Ausbildung hat sich gelohnt. Natürlich, Mann. Dafür habe ich dich im Team. So. Holt den Dennis mal hoch. Ey, Zuckerschnecke. Bin leider verletzt. Ich wurde angeschossen. Was? Oh mein Gott. Aber... Er lebt noch, oder? Dennis hat es leider nicht überlebt, aber einer meiner Diener hatte natürlich eine medizinische Ausbildung. Er hat einer meiner Diener auch getötet. Der andere hat ihn versorgt ihn gerade. Er sollte gleich auf Beinen sein. Und dann werde ich mich um den kümmern, dass er auch zur Besinnung kommt. Ich würde dich bitten, bitte nochmal ins Auto einzusteigen. Ich will ja nicht, dass hier was passiert. Ich werde gleich bei dir sein, ja? Aber warte mal. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich angeschossen wurde. Warum ist das Erste, was du fragst? Sag, Dennis, Gesundheit. Da fühle ich mich ja gerade ein bisschen gekränkt. Ich dachte, das zwischen uns wäre was Besonderes. Ist es doch auch. Hallo, aber du lebst ja noch vor mir. Ja, aber das Erste, was du sagst, ist Dennis' Gesundheit. Das kann doch nicht sein. Ja, aber du hast mir gesagt, du möchtest dich ändern. Du möchtest kein Auftragskiller mehr sein. Natürlich mache ich mir da Dennis hat zuerst uns weggeschossen. Er hatte keine Lust rein. Natürlich, er ist in die Garage abgehauen und hat angefangen zu schießen. Ich dachte, ihr habt zuerst geschossen. Nein, der Dennis hat einfach aus dem Heiteren angefangen zu schießen. Töte ihn! Töte ihn? Natürlich, mein Schokolade. Dann setz dich ins Auto, ich kümmere mich darum. Ja, okay. So, was ist los? Ja, da haben wir den Dennis. Sollen wir den mitnehmen? Ich bin hier in meinem eigenen Haus, wo wollt ihr mich hinnehmen? Alter, Dennis, beruhig dich! Beruhig dich!
Ich hab dir deine Frau weggenommen, ich will dir nicht auch noch dein Leben wegnehmen, ja? Benimm dich! Du solltest dich erstmal behandeln lassen, so wie du aussiehst. Kannst du nicht. Nee, das ist nur ein paar Flecken von ihm. Alter, was für ein paar Flecken? Was soll ich jetzt in deiner Brust? Ich hab Schutzhäste, da ist gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Dennis mal mit, oder? Warte, Dennis, hörst du mich? Ja, wird so. Du musst es eigentlich eingestehen. Sie gehört mir, Mann. Ja, ist doch okay, hab ich doch eben gesagt. Sie gehört mir! Ja, kannst du haben. Hab ich keinen Bock mehr drauf, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Dennis, ich sag dir nur eins. Ich f*** sie bis zum Morgengrauen. Ja, mach doch. Hast du mich verstanden? Mein 20 cm Dödel werde ich in sie reinrahmen. Hast du mich gehört? Meine Süße. Ja. Nimm den Dennis mit. Zum Flughafen? Zum Flughafen. Welcher Flughafen ist es? Ich schicke dir einfach Standort. Okay, oder? Mach das. Okay, meine Süße, meine Zuckerperle, steig ein. Ja. Ich denke, der Dennis wird dir nichts mehr tun. Ich hoffe. Wenn ich so überlege, es ist echt einer der schönsten Tage seit langem. Wirklich, ist wirklich so. Natürlich, natürlich. So, ich warte jetzt auf den Ort von meinem Diener und dann, meine Süße, werde ich dir den Dennis mit der Überraschung zusammen präsentieren, ja? Ja, ich habe aber ein bisschen Angst vor der Überraschung. Ich hoffe, sie wird nicht so peinlich oder irgendwas. Ach Quatsch, ach Quatsch. Und na dann, bin ich ja mal gespannt. Dennis, wo hast du eigentlich die Leberwurst aufgegabelt? Tatsächlich habe ich ihn damals über einen anderen Job kennengelernt. So, jetzt halt dich fest, jetzt geht's ab. Okay. Oh yeah, Mann. Da hat sich die Milliarden zweimal gelohnt. Ja, das ist ganz schön schnell. Natürlich. Oh. Ich habe alles unter Kontrolle, Baby. Ja, bitte. Ich möchte heute gerne noch heil ankommen. So, deine Überraschung wartet dort. Oh Gott. Ist das ein Jet? Natürlich ist das ein Jet, Baby. Was denkst du denn von mir? Oha. Wir fliegen jetzt auf eine schöne Insel. Okay. Dennis wird uns begleiten. Ladies first. Okay, danke. Mach's dir bequem. So, dann wollen wir mal, Jungs. So, ab geht's. Wir fliegen an einen besonderen Ort. Lass ihn abmachen, damit ich eine rauchen kann. Dennis, beruhig dich doch mal. Ich will doch nur meine letzte Kippe rauchen. Beruhig dich doch, Dennis. Ja, okay. Und guck nicht meine Perle an, ja? Warum sitzt sie eigentlich genau neben mir? Ich weiß nicht, Mann. Finde ich jetzt nicht so geil. Das tut mir leid. Aber das wird das letzte Mal sein, dass du neben ihm sitzt. Mit seinem mit seiner Piloten-Kopfhörer. Doch, dass es das letzte Mal war. Dennis, gesteh dir einfach ein, dass du einen Kleinen hast und genieß die Show. Die Show sitzt neben mir. Oh, was sagt der Dennis da zu dir? Oh mein Gott. Ist dir das gefallen? Wenn er denkt. Jeffrey 1, Jeffrey 5, wie geht's voran? Ja, ich glaube, es kurz. Turbulenzen, aber jetzt sind wir auf direkten Flug nach Kaiserslautern. Du merkst selber, wie peinlich du bist, oder? Natürlich. Wen meinst du denn, Dennis? Mich? Nein, sie! Das Ganze ist mir tatsächlich wirklich ein bisschen peinlich. Aber, weil du mir so peinlich bist. Ach ja. Mach nur, wie du denkst. So, einen Moment, ich muss mal kurz was erledigen. Kindergarten hier, Alter. Dennis, beruhig dich, ja? Du kannst dich glücklich schätzen, dass du die gleiche Luft einatmen darfst, wie ihr gerade. Meine Damen und Herren, wir sind gleich da. Ich hab keine Kontrolle mehr. Jungs, was macht ihr? Oh mein Gott, ich werde sterben! Ach du Scheiße. Oh nein, ich will nicht mit deinem so wie Dennis sterben! Guck aus dem Fenster, ich sehe schon Wasser, was ist das? Was macht ihr? Alter, was hast du für Pilot? Wir haben alles unter Kontrolle! Mach eine Notlandung! Oh Gott sei Dank, Mann, Dennis! Kann der Pilot überhaupt fliegen? Ist ja schlimmer wie bei Ryanair hier! Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Nie wieder! Verdammt! Nie wieder kriegst du mich mit diesem Piloten! Verdammt! Oh Gott, ey, oh Gott! Was war das denn? Wer ist geflogen? Ich. Vorgetreten! Vor mir! Warst du der Pilot? Ja. Oh mein Gott! Du verdammte Scheiße! Holy shit! Jeffrey, trag ihn weg! Natürlich. Organisier mal den nächsten Diener. Hol mir deinen Zwillingsbruder. Es musste sein. Er hat dich in Gefahr gebracht. Alter, ich bin Bullen. Ja. Willst du mich verarschen? Es tut mir leid, er hat dich in Gefahr gebracht. Ich konnte nicht anders. Er hat dein Leben in Gefahr gebracht. Okay. Ich hoffe, du verstehst das. Dennis, komm raus! Bist du der Ersatz? Ja, ich bin der Ersatz. Okay, perfekt. Holt ihn raus. So, Jeffrey 1, hol das Fahrzeug. Du bleibst am besten bei mir, meine Süße. Oh, da ist auch schon unsere Limo, meine Süße. Alter, kaputt, die oder? Scheiben sind doch kaputt, du Idiot! Ja, Sekunde, das können wir eben. Mein Gott, ey. Man hat's hier nur wie mit Idioten zu tun. So. Tut den jetzt schon mal rein. So, dann steig mal ein. Steig hinten rechts ein. Jetzt bist du neben mir, meine Süße. Dennis, gefällt dir das, die Sicht? Alter, warum hast du denn die Füße so, versteckst du das, Alter? Du brauchst dich doch nicht zu schämen von deinen 10 cm. Leute, wohin fahren wir? Wo willst du denn hin? Warum fährst du denn durch den Wald, du Idiot? Ne? Ihr seid ganz schön unsicher. Dennis, halt deine Schnauze. Dein Fahrer kann irgendwie auch nicht viel, oder? Stärk mal ja, was. Wir sind ja da. Wer war der Fahrer? Warst du der Fahrer? Ja. Oh, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Mann. Einfach.
Entlass sie einfach! Nein, du musst sie immer schießen! Entlassen? Ich dachte, du hast dein altes Leben hinter dir gelassen. Da musst du dich besser formulieren! Entlassen heißt du mich töten! Dann musst du sagen, kündige ihn! Ja, okay, jetzt weißt du es. Kündige den nächsten, der scheiße baut. Ja, okay. Weiß ich für nächstes Mal. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Baby. Ja, vor allen Dingen, ich kenne dich eigentlich noch gar nicht so lange. Ja, trotzdem vertraue ich dir. Natürlich, natürlich. Ich weiß noch nicht so, ob das so gut wird. Ach, natürlich. Neues Personal ist Star Wars. Natürlich, natürlich. Wer ist das? Ich bin Jeffrey 3580. Ach so, du bist es. Ah, ich verstehe. Ich erinnere mich an dich. Du hast letztens gute Arbeit geleistet. Muss ich dich loben. Danke. So, holt mal den Sklaven raus. So, tragt ihn hoch. Ich komme gleich. Bereite alles vor. Du kommst mit, ja? Ich habe eine Überraschung oben für dich. Willst du mich auch unterschmeißen oder was? Wie kannst du das sagen? Ich weiß nicht. Nach all dem, was ich für dich getan habe, wie kannst du das sagen? Hallo, du tust vor mir die ganze Zeit Leute töten. Wie kannst du zumindest sowas sagen? Ich habe Leute für dich umgebracht. Okay, na dann. Das Wetter ist wunderschön, oder? So schön wie du. So, was eine Aussicht. Wunderschön. Das ist alles für dich. Kann ich mal mit dir kurz reden? Kannst du mal zu mir? Wie soll ich sagen? Wir sind jetzt schon wirklich lange unterwegs, haben viel zusammen erlebt. Wir waren kurz vorm Tod. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich spüre was Magisches zwischen uns. Wie sieht's bei dir aus? Was Magisches? Also ich spüre, dass wir uns sehr gut verstehen und alles. Aber wie gesagt, wir kennen uns seit wie viel Stunden? Seit dem Raub. Es war wunderschön und ich genieße es jede Sekunde. Aber egal, was du jetzt machst, ich weiß es nicht. Okay. Also bitte mach nichts Falsches. Bitte mach einfach nichts Falsches. Ich würde gerne von dir was verlangen. Ich spüre wirklich was Magisches zwischen uns und ich habe viel für dich getan. Und ich würde auch mal gerne was von dir sehen. Okay, und was soll ich machen? Dennis hat versucht, mich eben zu töten. Ich würde von dir erwarten. Ich sag's dir nicht, ich zeig's dir. Komm mit, ich geb dir jetzt was. Hast du es bekommen? Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Du bist Polizisten, verrücht dich. Sowas hast du tagtäglich in der Hand. Ja, aber du verlangst doch jetzt nicht das von mir, was ich denke, dass du von mir verlangst. Hol es bitte raus. Und jetzt stell dich hinter Dennis hin. Beweise ich dadurch, dass ich dich wirklich liebe. Das ist schon mal ein Anfang. Dennis, hast du letzte Worte? Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.